Leber, Darm und Niere sind oft Bestandteile einer jeden Entgiftung. Allerdings fehlt in den meisten Fällen ein Organ, die Lunge. Ohne sie bekommen wir nicht genügend Sauerstoff und somit Energie für unseren Körper. Egal, ob man jetzt Aktiv- oder Passivraucher ist, die Lungen brauchen regelmäßig eine Reinigung. Durch Passivrauchen, industrielle Verunreinigung und Abgase aus Fahrzeugen können irreparable Schäden an euren Lungen und Luftwegen angerichtet werden. Mit der Zeit können Toxine aus Schimmelpilzen und Bakterien die Gesundheit der Lungen zerstören und über diesen Weg den gesamten Organismus befallen. Eine gut funktionierende Lunge ist für den Entgiftungsprozess unerlässlich. Dadurch fehlt dem Organismus eine wichtige Grundlage zur Selbstheilung, Regeneration und Entgiftung. Der Säure-Basen-Haushalt zum Beispiel ist nur ein System, in das die Lunge eingreift. Auch beim Ausscheiden der unterschiedlichsten Stoffwechselabfallprodukte spielt sie eine wichtige Rolle. Wie ihr eure Lunge am besten entgiften könnt, verraten wir euch jetzt. Los geht's! Nummer 1. Hört mit dem Rauchen auf. Es gibt keinen besseren Weg, um Giftstoffe aus der Lunge zu entfernen, als mit dem Rauchen aufzuhören. Es wurde viel über die Auswirkungen des Rauchens auf die Lunge gesprochen. Es ist wichtig zu wissen, dass Zigarettenrauch über 7000 Chemikalien enthält. Wenn ihr regelmäßig raucht, wird sich eure Lunge im Laufe der Zeit dramatisch verändern. Sie können an Größe verlieren und eine schwarze Pigmentierung entwickeln. Es ist auch wichtig zu beachten, dass Rauch die Lunge reizt und Entzündungen des Lungengewebes verursacht. Nummer 2. Achtet auf die Qualität eurer Luft. Ein wichtiger Faktor für die Gesundheit eurer Lunge hängt von der Luftqualität ab, die ihr atmet. Wenn ihr über einen bestimmten Zeitraum unreine Luft eingeatmet haben solltet, bedeutet das höchstwahrscheinlich, dass ihr eure Lunge entgiften solltet. Industriefabriken sowie alltägliche Aktivitäten wie Autofahren können sich negativ auf die lokale Luftqualität auswirken. Wenn ihr also in der Nähe einer Fabrik wohnt oder in einer Fabrik arbeiten solltet, kann die Qualität der Luft, die ihr atmet, möglicherweise die Gesundheit eurer Lunge beeinträchtigen. Nummer 3. Meidet Passivrauchen. Wir haben bereits erwähnt, dass ihr unbedingt mit dem Rauchen aufhören solltet, wenn ihr eure Lunge entgiften wollt. Selbst wenn ihr nicht raucht, bedeutet das nicht unbedingt, dass ihr in Sicherheit seid. Das liegt daran, dass ihr möglicherweise immer noch Passivrauch ausgesetzt seid, der sich ebenso schädlich für die Lunge erwiesen hat als Aktivrauch. Passivrauch kann aufgrund der Tatsache, dass er giftige Chemikalien wie Benzol, Chrom, Kohlenmonoxid, Ammoniak, Polonium, Formaldehyd und Cyanid enthält, ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellen. Auch wenn ihr kein Raucher seid, erhöht das Rauchen aus zweiter Hand das Risiko für Lungenkrebs. Nummer 4. Regelmäßige Workouts. Regelmäßiges Training und Bewegung sind hervorragend geeignet, um die Lungen oder besser gesagt den ganzen Körper zu entgiften. In der Regel sollte ein durchschnittlicher Mensch 3 bis 5 Mal in der Woche für mindestens 30 Minuten trainieren oder sich anderweitig körperlich betätigen, um Ergebnisse zu erzielen. Nummer 5. Atemübungen. Wie bereits gesagt, sind Bewegung und körperliche Aktivität sehr hilfreich, wenn es darum geht, die Lunge und den Körper zu entgiften. Reden wir jetzt mal darüber, wie wichtig Atemübungen sein können. Das Atmen ist ein natürlicher Lebensprozess, soweit ist ja klar. So bekommen alle Zellen in eurem Körper Sauerstoff. Und natürlich ist Sauerstoff unglaublich wichtig für das reibungslose Funktionieren der Organe in eurem Körper. Je mehr Sauerstoff der Körper bekommt, desto besser. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und bleibt gesund.